Frau gewinnt in der Lotterie, kotet auf den Schreibtisch ihres Chefs und wird festgenommen. Ja. Oder war das gelogen? Es war gelogen. Und trotzdem haben 1,765 Millionen Menschen auf der Welt das Ding geliked oder kommentiert. Sie haben sich auf jeden Fall mit der Nachricht aktiv auseinandergesetzt. Fake News. Das Wort des Jahres, das Wort der Jahre. Endlich darf gelogen werden. Das wird man doch noch mal lügen dürfen, oder? Ja, das wird in Zukunft so sein. Das war jetzt in letzter Zeit so. Also unlängst hat ja einer zum Beispiel in Washington, glaube ich, war es, in der Pizzeria gestanden mit einer Knarre, hat dort in die Decke geschossen und wollte wissen, wo sind sie, die Schweine, die mit der Hillary Clinton zusammen einen pädophilen Ring betreiben. Ja, Fake News, alles Blödsinn. Oder Pakistan hat Israel einen Atomkrieg angedroht, wegen irgendeiner Nachricht, die auch gelogen war. Überall wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Es wurde ja schon immer gelogen, dass sich die Balken biegen. 1835 zum Beispiel. Im August 1835 hat eine bis dahin völlig unbekannte Zeitung in New York veröffentlicht, dass man auf dem Mond intelligentes Leben entdeckt. Ja. Das war eigentlich als Satire gemeint, wurde aber nicht so aufgenommen. Aber daran kann man exemplarisch mal durchdeklinieren, was es eigentlich auf sich hat mit diesen Lügenmeldungen. Also erstens, die Zeitung war zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders alt. Also sie war eine neue Zeitung, sie hatte keinen Ruf zu verlieren. Sie hat sich in ihrer Meldung auf ein Journal berufen, das es gar nicht gab. Es passte irgendwie auch in die Stimmung. Ja, es gab ja damals, 1835, einige Leute, die meinten, auf dem Mond Aktivitäten gesehen zu haben, da müsse ja wohl was sein. Karl Friedrich Gauss zum Beispiel, der deutsche Mathematiker, wollte den Menschen oder den Lebewesen auf dem Mond per großer geometrischer Figuren in sibirischen Weizenfeldern mitteilen, dass wir Mathematik kennen. Ja. Also es war durchaus ein Thema zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Heute wird ganz besonders schlimm gelogen, und zwar richtig dramatisch gelogen. Heute kann sozusagen jeder sein eigener Propagandaminister sein. Und das ist das Problem. Wenn wir uns nämlich Folgendes anschauen, ich bin ja immer gerne so mit Diagrammen. Ja. Diese schwarze Linie zeigt an, das sind die Mainstream-Nachrichten. Das sind also diejenigen, die praktisch in allen seriösen Blättern veröffentlicht werden. Man sieht, dass diese Aktivitäten auf Facebook über diese Mainstream-Nachrichten systematisch runtergehen. Rote Linie, das sind die Aktivitäten, die mit Fake News zusammenhängen. Seit August 2016 sind die Fake News für viele Facebook-Teilnehmer viel, viel interessanter. Fake News haben gewonnen. Die Fake News haben es geschafft. Die Fake News, wir sind alle Fake News. Und wer hat das gesagt? Nein, nicht ganz, aber er hat es gesagt, ihr seid Fake News. Woher kommt das, dass wir tatsächlich der Meinung sind, dass manche Meldungen, auch wenn sie noch so abstrus sind, dass sie stimmen? Was hat sich verändert? Eine Studie der Stanford University aus 2016 untersuchte die Medienkompetenz von 8000 Schülern und Studenten. 8 von 10 Teilnehmern können nicht unterscheiden, ich zitiere, zwischen einer gesponserten Werbenachricht und einer echten Nachricht. Also wenn man das nicht mehr unterscheiden kann. Oder hier, nochmal, niemand achtet auf die Quelle, aber sobald ein Bild dabei ist, so wie bei Facebook zum Beispiel, dann ja, das scheint mir höchst plausibel zu sein. Etablierte Medien haben natürlich heutzutage ein Problem, weil ja aufgrund dieser allgemeinen Hysterie, nicht nur der gesellschaftlichen Hysterie, sondern auch der Medienhysterie, muss ja irgendjemand dabei gewesen sein. Man muss ja, also ansonsten bist du ja zu spät. Wenn du jetzt nicht die Nachricht bringst, wird es ein anderer bringen, sofort. Der wird eine Nanosekunde schneller sein als du und schon wird geliked und kommentiert und gepostet und das nur die Schwarte so kracht. Und schon ist eine Fake News schon wieder in der Welt. Und du hattest natürlich keine Zeit mehr zu überprüfen, ob es auch stimmt. Das heißt, selbst die seriösen Quellen verlieren zunehmend ihre Kompetenz in der Darstellung von Nachrichten, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen, diese Nachrichten zu überprüfen, zu recherchieren, wie es so schön heißt, zu verifizieren. Die Politik fordert von den großen Institutionen im Internet, ihr müsst jetzt mal Zensur betreiben, guckt euch doch mal an, welche blödsinnigen Nachrichten ihr da verteilt, das müsst ihr doch auch selber sehen, da müsst ihr doch selber mal was tun, dass diese Nachrichten sich nicht weiter verbreiten. Ja, aber im Grunde genommen ist es ja auch eine Aufforderung an uns alle. Nutz doch mal deinen eigenen Verstand und frag dich selber, kann denn das überhaupt sein? Und dann verteilt man es eben nicht gleich am ersten Tag oder in der ersten Sekunde, sondern man wartet mal auf den nächsten Tag. Wenn nämlich nicht alle diesen Unsinn weiter posten, dann wird er sterben. So wie jeder Virus stirbt, wenn er keine Wirte mehr hat, in die er eindringen kann.